O, die ihr glaubt, wenn ihr auf Allahs Weg umherreist, dann unterscheidet klar und sagt nicht zu einem, der euch Frieden anbietet, du bist nicht gläubig. Wobei ihr nach den Glücksgütern des diesseitigen Lebens trachtet. Doch bei Allah ist Gutes im Fülle. So wart ihr zuvor, كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِ. Und jetzt, فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ. Aber dann hat Allah euch eine Wohltat erwiesen. Was ist damit gemeint? Mit den Worten, so wart ihr zuvor, aber dann hat Allah euch eine Wohltat erwiesen. Wie waren sie denn zuvor gewesen? Allah spricht ja hier die Gefährten an. Wie waren sie denn zuvor gewesen? Was meint er mit zuvor? Zuvor was? Vor dem Islam. Das heißt, ihr wart auch irgendwann mal nicht Muslime gewesen. Bis der Gesandte Allahs zu euch kam, mit der Botschaft Allahs. Und einige von euch haben auch nicht sofort den Islam angenommen, sondern sie haben Zeit gebraucht. Ja, einige haben euch von euch sogar den Propheten bekämpft. Und erst dann sind sie Muslime geworden. Erinnert euch doch daran, als ihr selbst noch keine Muslime gewesen wart. Und als ihr selbst noch den Propheten sallallahu alaihi wa sallam ablehntet. Und als ihr selbst noch den Propheten sallallahu alaihi wa sallam bekämpft hattet. Famanallahu alaikum. Aber dann hat Allah euch eine Wohltat erwiesen. Was für eine wichtige Lehre. Denke immer daran, wie du gewesen bist, bevor du angefangen hast, den Islam zu praktizieren. Denke immer daran, wie viele Sünden du in deinem Leben begangen hast, bevor Allah Ta'ala dich rechtgeleitet hat. Denke immer daran, was du selbst früher getan hast, bevor du gefestigt wurdest auf diesem Weg. Und jeder, der daran denkt, der wird niemals über jemanden urteilen. Niemals. Wie kann ich über jemanden urteilen? Und ich kenne manche Geschwister, die so sind. Manche Geschwister, die fangen an zu praktizieren, 6 Monate später fangen sie an, über die Leute zu urteilen. Guck dir mal an, wie der sich verhält. Und erst vor 6 Monaten hat er selbst noch in der Diskothek Alkohol getrunken und sich mit Frauen irgendwo getroffen. Und jetzt sagt er, guck dir mal den an. Schau dir mal dessen Haarschnitt an. Und vor 6 Monaten hatte er noch einen viel schlimmeren Haarschnitt gehabt. Guck dir mal an, wie sich diese Schwester kleidet. Und vor 6 Monaten hat sie sich noch viel schlimmer gekleidet. Denke immer daran, wie du selbst gewesen bist. Und sieh es als eine Gnade Allahs an, dass du diesen Weg gehen kannst. Und wenn du es als eine Gnade und Barmherzigkeit ansiehst, dann wirst du niemals auf jemanden herabschauen. Sondern du wirst immer sagen, Alhamdulillah, dass ich diesen Weg gehen kann. Und das wird nach außen hin auch positiv wirken. Und genau das ist das, was wir brauchen, meine lieben Geschwister im Islam. Diese Einstellung in unserem Leben. Ich danke Allah, dass ich die Rechtleitung gefunden habe. Und ich wünsche mir für jeden anderen Menschen auf dieser Welt, dass er sie ebenfalls findet. Wenn ich jemanden sehe, der noch nicht so weit ist, aber der den ersten Schritt in die Moschee macht, dann gucke ich nicht auf ihn herab und sage, wie kommst du in die Moschee? Ich freue mich über ihn. Ich sehe eine Schwester, die kommt in die Moschee. Sie trägt kein Kopftuch, trägt vielleicht enge Sachen. Ich freue mich, dass sie überhaupt in die Moschee kommt und den Weg hierher gefunden hat. Es gibt manche Geschwister, die sagen, Auzubillah, schämt sie sich denn überhaupt nicht, diese Schwester? Ein Bruder, einmal ist mir etwas passiert, ja, vor einigen Wochen. Ja, da war ich in der Arkade in Spandau gewesen. Und dann unterhalte ich mich mit einer Person. Und die ist aus der Moschee. Und dann kommen 2 jüngere Brüder, die ich auch kenne. Die kommen ab und zu in die Moschee. Und auf jeden Fall, der Bruder, der hat sich dann sozusagen so einen Haarschnitt gemacht, der ein bisschen komisch aussah. Er hat sich ein bisschen geschämt. Er kennt mich, sagt so, Sheikh Farid. Also und Sheikh Farid, ist eigentlich in Ordnung. Ich so, inshallah. Und wollte ihn halt nicht irgendwie traurig machen. Wollte ihm halt Mut machen, dass er weiter in die Moschee kommt. Und der Bruder, was macht der? Er meinte, schämst du dich denn überhaupt nicht? Das ist ein älterer Bruder. Schämst du dich überhaupt nicht? So, bitte hör auf, ja, nicht, dass er gar nicht mal in die Moschee kommt. Alhamdulillah, dass er überhaupt dieses Bedürfnis hat, nachzufragen, ob das in Ordnung ist. Er hätte ja auch sagen können, es ist mir völlig egal. Ich mache, was ich will. Er hat dieses Bewusstsein, dass er eventuell etwas falsch gemacht hat. Und jemand, der dieses Bewusstsein hat, dem muss ich Mut machen. Und den darf ich nicht vergraulen. Wenn er diesen Fehler macht, ich habe noch viel mehr Fehler. Wenn er vielleicht diese Sünde begeht, ich begehe vielleicht noch viel größere Sünden. Und wenn wir so an die Sache herangehen, dann werden die Menschen, die den Islam nicht praktizieren, das Gefühl haben, hier herrscht Barmherzigkeit und Güte. Ich komme hierher und ich bin willkommen, egal wie ich bin.
Und so hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam die Menschen in der Moschee empfangen. Der Jugendliche kommt zu ihm in die Moschee. Ja, Rasulallah, idhin liebe Sinner. Oh, Gesandter Allahs, lass mich Sinner machen. Ich habe Bedürfnis. Ich bin ein junger Mann. Ich will mit Frauen zusammen sein. Der Prophet vergraut ihn nicht. Er zeigt ihm nur auf, warum das schlecht ist. Willst du es für deine Mutter, für deine Tochter? Und am Ende macht er für ihn Dua. Und es gibt nichts, was er mehr hasst als Sinner. Ein Mann kommt in die Moschee, ja Rasulallah, ich habe eine große Sünde begangen. Der Prophet nach dem Gebet fragt ihn nur, hast du mit uns gebetet? Er meint, ja, Allah hat dir vergeben. Ein Dritter kommt in die Moschee, ja Rasulallah, ich habe eine große Sünde begangen. Ich hatte was mit einer Frau. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam antwortet nicht. Und dann wird ihm ein Vers offenbart. Inna al-hasanati yudhibna al-sayyi'at. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِّ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ. Und verrichte das Gebet an beiden Enden des Tages und an einem Teil in der Nacht. Die schlechten Taten, die guten Taten löschen die schlechten Taten. ذَلِكَ ذِكْرَ لِلذَّاكِرِينَ. Dies ist eine Ermahnung, eine Erinnerung für diejenigen, die sich ermahnen lassen. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat ihm vergeben. Ja, salam. Stellt euch mal vor, in allen Moscheen würde das so sein. Die Menschen würden sich willkommen fühlen. Auch die Fremden, auch die Sünden begehen. Auch die Nicht-Muslime. Sie hätten immer das Gefühl, hier ist offen, du kannst jederzeit reinkommen, egal wie du bist. Wallahi, die Menschen würden in Scharen in die Moschee kommen. Aber manchmal hat man das Gefühl, dass es eben nicht so ist. Wenn man nicht so dem entspricht, dem Klischee entspricht, was sie in den Köpfen haben, wie ein Muslim sein sollte, dann ist man nicht willkommen in der Moschee. Und das habe ich schon oft erlebt und schon oft gehört von einigen Geschwistern. Und dementsprechend immer wieder daran denken. كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِ. So wart ihr vorher gewesen. فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ. Dann hat Allah euch eine Wohltat getan. Denk immer an dich und deine eigenen Sünden und sei dir sicher, du wirst dich entwickeln, ja, und du wirst automatisch auch die anderen Menschen anziehen für diesen schönen Glauben.